Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Boxbreak. Heute mal wieder eine sehr sympathische Box, nämlich die Panini Donruss Basketball Choice. Ist ja immer schön, weil es sind nur 10 Karten drin, dafür 2 Autogramme und dazu kommen noch 3 Exclusive Parallels. Nummeriert ist der ganze Spaß bis maximal 99, was positiv ist. Da ist natürlich dann da drin Rookie Rated Signatures, Next Day und noch eine Rated Rookie Autogramm. Dann hast du natürlich da die verschiedenen Farben der Rated Rookies. Und dann hast du natürlich auch noch ein paar andere Superstars dabei. Wir hoffen natürlich auf ein cooles Rookie-Autogramm. Brandon Miller fehlt zum Beispiel, würde man auch mitnehmen. Also, wir gehen einfach mal rein in den Laden. Hallo Melmer, hier ist Bugs Bunny. Liebe Grüße von der Comic-Con aus Dortmund. Aber ich finde, ihr solltet nicht nur Basketballkarten sammeln, sondern ihr solltet euch mal richtig in Form bringen. Denn ein Geheimnis, ich will euch für Space Jam 3 als Basketballspieler. Also seid bitte ganz fleißig und bringt euch in Form. Wie gesagt, Möhren helfen natürlich auch. Tschüss! Natürlich noch ein kleines Päckchen drin, das heißt, wir holen unsere Feller raus und versuchen jetzt mal so schön wie möglich zu verteilen. Wir gehen rein. Jetzt kommen erstmal die Base-Karten, die sehen natürlich auch schön aus und wir haben Ben Shepherd von den Pacers. Haut einen jetzt auch nicht so vom Hocker, aber ist ja natürlich nur Base. Dann haben wir hier ein Green, was mir nichts sagt, weil ich kenne nur, naja, whatever. Also auf jeden Fall, wir haben Chris Murray. Ja, der Breeze auch nicht nummeriert. Ich glaube, man muss es an der Farbkodierung kennen oder ich blamier mich jetzt wieder, indem ich die Nummerierung nicht sehe oder es gibt gar keine. Dann haben wir nochmal Jairus Walker. Der ist jetzt schon mal ein bisschen stabiler. Nimmst du mit. Dann haben wir noch einen Rookie. Und das ist Tristan Vucevic. Oder Vucevic. Jo. Geht auch besser. Und dann haben wir noch einen. Und das ist unser Freund Anthony Black von den Magic. Ja, das war bisher ganz okay, aber jetzt könnte, grün ist doch schon mal positiv und wir haben, ja da haben wir doch den Brandon Miller. Brandon Miller auch nicht nummeriert, aber immerhin, erste hochwertigere Karte von ihm, sagen wir nicht nein. So, jetzt kommt eine Red. Das ist eine Choice Red und das ist Caldwell Pope. Joa. Da ist auch keine Nummer. Ah doch, oder? Jetzt ganz blind. Da sieht man die Nummerierung. Und das ist die. Ja, die ist zu 99. Zu 6. Habe ich das jetzt bei der hier übersehen? Ja, das habe ich bei der hier übersehen. Ne, die ist nicht nummeriert. Und hier. Also wie die das hier eingearbeitet haben. Also das ist die 90 zu 99. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also 90 zu 99. Die ist jetzt Gold. Gold, jetzt komm, lass was Gutes sein, weil die müsste eigentlich zu 10 sein. Das ist doch schon mal, oh, Utah, Taylor, Horton, Tucker. Ja, die 10 von 10. eBay One of One. Also Taylor Horton Tucker. Junge, Junge, Junge. Du. Das geht durchaus besser. Also 10 von 10. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, jetzt zählt's. Jetzt kommen die Autogramme. Das ist no. Purple. No. Nichts zu sagen, oder? No. Oh, es ist ein Rookie. Und es ist Philipp Petrusev. Heieiei. Noch nie gehört von dem Bre für die Kings. Rookie Petrusev. Ich hoffe, ich tue dir jetzt hier nicht unrecht, Junge, aber das ist schwierig. Und ja.
Das ist eine Redemption. Rated Rookies Signature Choice. Und das ist Hunter Tyson. Muss ich mal anblenden. Hunter Tyson sagt mir jetzt erstmal nicht so direkt. Ja, also noch eine Redemption rausgeölt. Hoffe, die kriegen wir jemals wieder. Also hier sind so die Hits. Horton Tucker zu 10. Hätte natürlich auch was anderes sein können. Wemby haben wir auch nicht rausgeölt. Also dann lasst gerne ein Mitleids-Abo und ein Mitleids-Like da und folgt uns gerne auf Whatnot. Und dann bis zum nächsten Video.